1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens, nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmidt. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission, Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Schätze, den Kerl kann ich relativ geräuschlos ausschalten. Gesehen? Die Rakete? Na klar. Das Schiff hatte keine Chance. Deutsche Wertarbeit. Diesmal... Für den Schuss brauche ich mein Gewehr. Wenn ich die Luft anhalte, kann ich besser zielen. Na, wer sagt's denn?
eindeutig rüber müssen. Es kann nur bergauf gehen. Könnte sich lohnen, die Leichen nach Munition zu durchsuchen. Das hier wird sehr nützlich sein. Im Blattwerk und im Schatten bin ich schwerer auszumachen. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt.
Was soll die Kamera? Diese Insel ist ein einziger Propagandafeldzug, mit der Orchidea als Höhepunkt. Hallo, du stehst auf meiner Abschussliste, Partner.